Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn und ja, nachdem ich in der letzten Aufnahme doch des Häufigeren feststellen musste, wie es ist, Dauer zu sterben, gehe ich jetzt einfach mal in die andere Richtung und hoffe, das wird etwas entspannter für mich. Tag, die Herren. Arschloch. Aha, andere Richtung sieht gerade mal Arsch aus. Darf ich jetzt mal? So. Es fängt ja schon wieder richtig gut an hier, ey. Mann. So. Kann ich mich mal auf der Map umschauen? Ich würde ja ganz gerne, vielleicht muss ich doch durch die Stadt, sehe ich gerade, wenn das geht. Also ich kann mir nämlich nicht vorstellen, also ich habe ja nicht so viel ausgelassen, auch wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Quests habe, die ich nicht abgegeben habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich vom Level her so viel zu niedrig bin. Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Deshalb probieren wir es hier mal. Gucken wir uns hier mal um, was hier so geht. Aha, ein Bauer. Jede Menge Bauern. So, schauen wir mal. Vielleicht werden wir auf dieser Seite ja ein bisschen mehr. Okay. Gucken wir hier mal. Turnsbury Bauernhof. Na doch, du ahnst. So, viel Spaß damit. Ach, scheiße. Die sind groß. Mistviecher. Ach ja. So, das war das. Upsala. So. Müsste reichen. Aber noch solche Viecher. Tum-Titeltum habe ich. Ich habe eigentlich noch gar nicht aufs Level geachtet. 10 Stück davon. Na gut. Ach, Jemine. Jungs. So. Hau ab. Seh zu, dass du die... Sag mal. Viel Spaß damit. Ja. Da ist auch noch so ein dummes Ding. Ey, lass mich in Ruhe. So, da haben wir aber auch noch eins, wie ich sehe. Also, das war... Eieiei. Ganz schön was los hier, was? Hau ab! Ach, Mann. Immer noch nicht aufs Level geguckt. Naja, das ist auf jeden Fall eher mein Level. So. So, das war das. Ach Mann. So ist jetzt gut hier. So. Lalalala. Ach, blöder Bienenschwarm. Dumm. So, das war das. Ich würde sagen, wir schauen mal nach oben nochmal. Schauen uns hier mal um. Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. Da ist nichts. Was haben wir hier vielleicht noch? Okay, da ist ein Büchlein. Welches wir uns gerne mal an. Danke. Okay, damit haben wir auch eine Quest erledigt. Wo ist das Büchlein? Da ist das Büchlein. Oliver will nicht mehr, dass ich hier etwas reinschreibe.
Er sagt, es erzeugt Träume in meinem Kopf, wenn es auf dem Bauernhof Arbeit zu tun gibt. Also schreibe ich nachts, wenn er schläft. Er kann die Muse, die mir zu Herzen geht, nicht aufhalten. Die hängenden Stielleiche von Dala Thornbury. Die Äste eines nahegelegenen Baumes klopfen mit einem gleichmäßigen Rhythmus gegen das Schlafzimmerfenster. Ein weiterer Sturm zog am Horizont auf, aber Dala wurde das Gefühl nicht los, dass dies hier nur eine weitere Regenschauer sein würde. Sie saß in ihrem Bett und warf einen kurzen Blick auf ihren Mann Oliver. Er schlief immer noch tief. Nicht einmal ein Wirbelsturm würde diesen Mann aus seinem Schlaf reißen. Dala stand auf und achtete darauf, nicht die Decke von ihrem Mann wegzuziehen. Sie schlich zur Garderobe und nahm ihre Kleidung, einen abgenutzten Anzug, einen aus leichter Lederrüstung und ihr treues Schwert Sturmherz. Aha. Die Klinge sprühte Funken, als sie aus der Scheide zog. Der Zauber war immer noch so stark wie an dem Tag, als sie im Grab im Norden von Darkvale fand. Dala wechselte die Klinge und hakte die Scheide an ihren Gürtel ein. Bevor sie zur Haustür hinausging, warf sie noch einen letzten Blick auf Oliver. Es war gut, dass er nichts von ihren kleinen Nachtwachen wusste. Er würde vor Sorge nur krank werden und Dala konnte es nicht ertragen zu sehen, wie er von ihrer Sicherheit besessen war. Der Wind schlug Dailas Haare und ihr Gesicht. Das klingt aber alles sehr pathetisch. Bla. Tschüss. So. La 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 la. Hier ist nichts weiter. Da geht es auch nirgendwo runter. Zumindest nicht, dass ich es sehen würde. Ach, da sind Viecher. Na komm. Na Jungs. Mach mal locker. Dann haben wir hier, dann haben wir gar nichts. Dachte, hätte ja was sein können. Tagchen. Warte mal, fällst du tot um? Danke. Ja, auf dieser Seite komme ich mit meinem Level deutlich besser klar. Als sie es auf der anderen Seite tat. Das grüne Zeus da drüben hat ja auch keinen Spaß gemacht. Hier dann noch den liebe Grüße an den Doomcloud. Aber die Vermutung lag nahe, dass das grüne Zeus töten ist. Da gebe ich dir recht. So, du darfst jetzt auch da reinrennen und sterben. Na danke, geht doch. Na, das geht doch. So. Keine Gegner hier? Kann ich ja gar nicht glauben. Gucken wir uns. Nee, doch nicht. Schauen wir uns weiter um. Na, na, na. Tschüss. Sag mal. Machst du dich weg? Ja, ist klar. Einfach wegmachen, mein Freund. So. Ich guck mich da drüben dann nach. Hier ist auch noch eine Hütte. Ach, das war die, alles klar. Gut. Dann möchte ich mich jetzt nochmal hier unten umschauen. Ach, nee, nee. Danke. Du darfst auch gerne sterben. So ist das nicht. Ah, siehst du wohl. So, das waren die Burschis. So, hey! Mitten ins Gesicht. Oder wie heißt das so schön? Ja, Burschi. So. Tag. Hey, du lebst noch? Ich wollte gerade meckern. Ach, herrje, du ahnst es nicht. So, das war das. Diese Minen sind auch recht effektiv, wie ich feststelle.
So, haben wir die auch. Sehr schön. Na komm. So, was haben wir dann noch? Kehre zu Douglas und Homestead zurück. Das ist eine... Bla, vernichte die ätherische... Aha. Okay. Da muss man eben die Quest angucken. Nein. Wüste, der grobe Tyrann, da habe ich also noch was vergessen. Okay. Lalalala, Sondereinsatzgeschick, ätherischen Aktivitäten bei uns. Auf einem faulen Ackerland im Westen. Queren. Aha, na dann. Ach, da haben wir... Ach, ja, na siehst du wohl. Na siehst du wohl. Da wollen wir doch mal gucken. Da kann ich doch auf jeden Fall noch einen Schrein befreien. Der ist ja hier. Aber erstmal prügeln wir uns ein bisschen mit dir rum. So. Klaue, der hast du nicht gesehen. Opfern wir mal. Eine Würmklaue, lalalala, nehmen wir alles. Ach. Ja. So, und hier nimmt das grüne Zeus auch schon zu. Ja, dann gehen wir mal, weiß ich gar nicht, wo wir gehen. Ich habe gerade nicht die geringste Ahnung. Grünes Zeus in rauen Mengen, was haben wir hier? Nehmen wir natürlich. Und das mit Dankeschön. Hier ist eigentlich nichts weiter, was mich tangiert. So, lalalala, Hallöchen. Jemand zu Hause? Der Alt ist da. Nein, sieht nicht so aus. Alle ausgeflogen. Alle weg. Dann gucken wir mal weiter. Ach. Da haben wir nochmal wieder ein bisschen Würms hier. Na, nur weil du schnell bist, musst du doch nicht schnell zu mir kommen. Das tut ja gar nicht not, ne? Ups, das wollte ich jetzt gar nicht, die Map verschieben. Okay. Ach, Herrjechen. So. Gehen wir mal hier rüber. Tag. Mal wieder Insekten. Ich hasse Insekten. Ich hasse Insekten. So, dann. Hallöchen. So. Lass uns Spaß haben. So. Das war das. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist irgendwie eine Hütte. Mit einem Windrad. Sie produzieren ihren eigenen Strom. Das finde ich jetzt mal, wie soll ich sagen, sehr eine sehr, sehr gute Sache. Ach, Hallöchen. Sag mal. So, da ist auch mal Ruhe. Ja, das wäre das. So. Ach. Ein bisschen gepennt. Schnauze. I can't do that. So. Ach, hau ab. Ich glaube, dann habe ich hier soweit. Da kann man nochmal hier rüber gehen. Was haben wir hier denn so? Da drin ist was. Das würde ich mir dann gerne mal anschauen. Was wir da noch so finden. Ja.
Popcorn nehmen wir natürlich. So, und an dieser Stelle lege ich eine kleine Pause an und dann werden wir mal wieder nach Westen gehen und schauen, ob wir diesen Bossgegner finden, den man uns als Auftrag gegeben hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag oder was auch immer oder wann auch immer ihr da schaut und sage mal bis bald dann. Tschüss.